Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu Pokémon Rot Randomized Deluxe. Die Grenze ist dabei. Feuerrot. Feuerrot. Die Regeln haben sich geändert. Wir sind jetzt alle Level 60. Ja, genau. Wir haben schon mal gelevelt, Leute. Ach, scheiße. Wie geht's denn jetzt hier raus? Ich überspringe jetzt die, was? Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Kann jemand Schaufler? Nein, ich habe, glaube ich, keinen mehr, der Schaufler Kanguru. Was willst du denn? Ich will aus dieser scheiß Höhle hier raus. Oh Gott, habe ich noch ein Fluchtseil? Die Top 4, wir wissen ja, es ist Eis. Oh scheiße, ich bin nach oben gegangen. Ich habe noch ein Fluchtseil, nice. Also Leute, pass auf, wir haben alle unsere Pokémon auf Level 60 gelevelt und ihr habt es ja gerade schon am Rand gesehen oder auch hier in meiner Auflistung. Ich habe Groudon mitgenommen, denn ihr habt in den Kommentaren nach Groudon geschrien und Libeldra ist jetzt leider weg. Goro, notier dir das bitte. Danke. So, und Goro hat mich darauf hingewiesen, dass wir noch diese ganzen Items haben. Ja, aber die konnte ich alle nicht einsetzen. Ich hab Sonderbonbons und so, echt? Ja. Okay, aber ich habe Sonderbonbons noch. 6 Stück. Oh, passt genau. Kann ich genau 6 Leute leveln. Kriegt jeder eins. Hab die alle gleich lieb. Ich hab noch einen Sonderbonbon, aber wem gebe ich den? Boah, dass wir es echt zur Liga schaffen, Goro. Ich glaube, wir kriegen richtig aufs Maul hier. Wir müssen die alle in einem durchmachen. Wir dürfen keine Beleber einsetzen. Ja. Das wird so heftig. Mein, hier, Dings kriegt das. Mein Brutalander. Versuch Knirscher zu erlernen. Jawoll. Der Sonderbonbon hat sich gelohnt. Warte mal, das ist doch, das hast du doch abgesprochen, ey. Hab ich mit mir selbst abgesprochen. Da hat er wieder im Wiki. Ging das Brutalland. Oh, wer wusste denn das? Ganzen Tag im Wiki geguckt. Wer konnte das denn ahnen? Keiner. Okay, ich bin bereit. Mein erstes ist Raichu, weil die Eistante. Oh, die will eine Eiseskälte erlernen. Also, was ich sagen wollte, die Eistante hat ja bekanntlich nicht nur Eis, sondern auch so eine Kacke wie Lapras. Stimmt, da wäre das gut. Deswegen Raichu. Ich verteile gerade noch die Sonderbonbons, Goro. Warte kurz auf mich. Ich bin so aufgeregt. Nimm Tränke mit und alles. Top-Tränke und so kaufen. Ich habe 30 Stück gekauft. Top-Tränke? Ja. Darfst eh nur 2 pro Kampf. 3 pro Kampf. Nein, 2, oder? Wo steht das denn bitte? War die Regel nicht 2? Du machst dir immer die Regeln, wie du willst, Alter. Guck mal kurz, es war doch 2, oder nicht? Ich habe ja angeblich noch ein altes Dokument. Das wird jede Woche erneuert. Hast du den Newsletter nicht bekommen? Nee, steht hier nicht. Hast du den Newsletter nicht bekommen, Goro? Hab ich nicht gekriegt. Das steht nicht. Hier steht, in jedem Kampf dürfen maximal 3 Items. 3? Okay, nice. Ja. Von Pokémon getragene Items zählen nicht dazu. Oh, also Beeren noch verteilen. Wir haben keine Beeren. Was haben wir denn hier noch? X-Angriff, Ether, Schutz. Eisen. AP+, das gebe ich auch nochmal wem. Hier, Willow, Psychokinese, muss mehr Angriff haben. So, und was ging jetzt nicht, hast du gesagt? Eisen und so. Protein. Eisen und so eine erhöht Kacke den Angriff. Nicht. Verteidigungswert. Guck mal, Protein kann ich doch bestimmt ausgeben. Es wird keine Wirkung haben, tatsächlich, lol. Guck mal, und das ist bei allen so. Nee, Groudon. Ja. Groudon ging. Oh, der wird noch weiter gepusht, Junge. Der kriegt noch ein Protein. Nimmt er, das nimmt er auch nochmal. Oh. Das nimmt er. Dreimal hat's geklappt schon. Jetzt habe ich keins mehr. KP+ habe ich ja auch noch. Eisen. Oh. Ey, Groudon kriegt alles. Das wird jetzt mein bester Typ wetten. Wir dürfen nichts wiederbeleben, Goro, ne? Ich weiß ich nicht, ob ich die Regel so geil finde. Wir können ja für uns nochmal sagen, wir können einen wiederbeleben vor Gary oder so. Einen vor Gary, okay. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Gary wird auch nochmal richtig hart. Wenn wir, überleg mal, die Attacken sind alle leer dann. Ich weiß. Ah, ich habe noch ein bisschen Ether. Oh, hab ich auch noch Ether? Kann man ja nicht kaufen, glaube ich, leider. Den Init-Wert. Init für Willow vielleicht? Keine Wirkung. Ich glaube, das hat wirklich nur auf den legendären. 2 Ether habe ich. Jetzt lass doch mal reingehen, Alter. Ja, okay, komm, ey, nicht lang schnacken, Leute. Ich renne jetzt einfach rein. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Meine Pokémon tragen auch keine Items. Okay. Ich stehe vor ihr. Ich auch, hab's angesprochen. Okay, gut, dann leg mal los. Wen hast du vorne? Raichu.
Ich hab mein Kampf-Pokémon wegen Eis, weißt du? Okay, ja, weiß ich. Willkommen in der Pokémon-Liga! Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich! Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Nein, eigentlich nicht. Aber egal. Ja, wir sind bereit. Wir sind bereit, Kränz. Wir sind bereit. Top 4 Lorelei hat Yugong am Start. Yugong am Stissel. Yugong hat auch noch eine Dingensattacke. Okay, Mogelhieb. Donnerblitz. Oh, er ist zurückgeschreckt. Yo, Surfer. Oh Gott, bitte nicht so viel Schaden. Nö, no, nö, das ging ja. Lol. Yugong macht Bodyguard. Ja dann, nochmal. Ah, sie setzt Top-Genesung ein. Oh, Yugong ist besiegt. Nice. 1900... Lamus! Oh nein, Lamus ist doch Psycho, ne? Von zwei Typen? Psycho-Wasser, ja. Okay, ich muss wechseln. Psycho-Wasser. Na, Yugong ist besiegt. Psycho-Wasser, vielleicht ein Erdbeben? Von Wesley. Austausch setzt sie ein. Okay, bei mir Lamus. Austausch. Die Sonne scheint, Goro. Die Sonne scheint, die aus dem Arsch. Er macht Amnesie. Was macht das denn? Init hoch oder so? Oh, macht wieder Schutzschild. Alter, was ist das denn für eine Kacke? Komm schon, Raichu. Ich mach mal ein Erdbeben. Aus, oh, das wurde besiegt. Bitte nicht einfrieren. Raichu ist Level 61. Raichu ist auch wieder gelevelt. Ja. Ach, wieso mache ich denn nicht? Ach, kacke, ich bin echt schlecht in dem Spiel manchmal. Ich hab doch Solarstrahl mit Wesley. Warum machst du das denn nicht? Weiß ich auch nicht, das war doch ein Wasser-Pokémon. Lamus ist auch besiegt. Austos. Lol, wie du abgehst, Go. Ja, Raichu ist halt gut gegen Wasser-Pokémon. Ich mach jetzt einen Solarstrahl. Lapras mache ich mit Donnerblitz. So wie eigentlich alle. Solarstrahl. Was ist ihr letztes Pokémon? Oh, Austos gewone-hittet auch. Was ist ihr bestes Pokémon? Ich glaube, sie hat Rosanna. Das kann ich nicht mit Raichu machen. Ja, sie setzt Rosanna ein bei mir. Lapras macht Konfusstrahl. Ach, das ist doch auch Eispsycho, ne? Was hat die denn so viele Psycho-Pokémon? Ja. Erdbeben. Erdbeben regelt schon, hoffe ich. Raichu's verwirrt. Ja, Rosanna besiegt. Es hat sich selber verletzt, nein. Lapras setzt Surfer ein. Da kommt Lapras. Raichu. Bei mir ist auch Lapras da. Und ich mach gegen Lapras auch einfach einen Solarstrahl. Scheiße, wenn Raichu nicht trifft, ist er besiegt. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Aber Donnerblitz hat doch 100% Treffer. Aber er ist verwirrt. Ach so. Oh, Lapras fast gewone-hittet. Er macht Eisstrahl. Ich setze einen Top-Trank ein. Volltreffer gegen Wesley. Und? Besiegt. Wer war Wesley? Graudon! Jetzt schon besiegt. Ja! Jo, nice, dass du den mitgenommen hast. Okay, Buffy kommt rein. Scheiße! Donnerblitz geht durch. Ich wette, die Alte heilt doch jetzt, oder? Ja, warte, sie hat Rosanna noch zum Schluss, ne? Ja. Da setze ich mein Feuer-Pokémon ein. Kraftkoloss, come on. Come on! Ja! Yeah! Besiegt. Aber erstes Pokémon down bei mir. Scheiße. Hab sie besiegt, Goro. Ja, Dings ist. Mein Dings ist eingeschlafen. Mein Voluna. Soll ich schon mal vorlesen? Nee, ich warte. Ice Heap. Nee, noch nicht. Warte, Ice Heap. Scheiße, Ice Heap. Oh, erstmal was trinken. Ich schwitze jetzt schon. Beim ersten Kampf. Ice Heap ist ja nicht effektiv gegen Feuer. Nochmal Ice Heap, das von mir aus. Mach so viele Ice Heaps, wie du willst, Alter. Wieso macht ihr denn nicht Psychokinese oder so einen Spaß? Obwohl, Luna, jetzt wach doch mal auf. Es hat Feuersturm im Übrigen gelernt. Habe ich ihm beigebracht. Das sagt er jetzt. Sowas muss man vorher ankündigen. Schläft immer noch, Alter. Du benutzt alle fünf Folgen aus hier. Komm jetzt, wohl, Luna. Die wahren Pros haben Pokémon verloren, ey. Voluna ist aufgewacht. Feuersturm. Komm schon.
Ach, Graudon, ey. Jawohl, Rosanna, One-Hit. Also bist du auch durch? Ja, warte, erstmal werden EP verteilt. Jetzt habe ich sie besiegt. Es sollte nicht so laufen. Genau. Und wir haben Geld gekriegt, Leute. Okay, was sagst du? Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten werden. Okay. Erstmal heilen, bevor wir weitergehen. Ja, ich brauche niemanden heilen. Doch, Oz. Aber der eine ist ja tot. Wieso ist meiner gestorben, Goro, und deiner nicht? Weil ich ein Pro-Player bin. Hättest du jetzt irgendwie was gesagt, was man glauben kann? Ah, so. Nächstes ist die Kampfarena, ne? Ja, warte mal kurz, ich muss die Hypertränke kurz hier suchen. Ist eine Sache für Starmie. Meinst du? Klar, Karl. Hydropumpe? Achso. So, der Vater von Rocco, ne? Wer? Der Typ, ne? Nein, Bruno ist das doch. Ja, der Bär. Bruno, der Bär, wird abgeschossen, ey. Nur weil er schwarz war. Ich stehe vor Bruno. Okay, den machen wir noch, Goro. Den machen wir noch. Das bist du. Okay, hast du angesprochen? Ja, sicher. Ich gehöre zu den Top 4, mein Name ist Bruno. Schön. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe mein Pokémon pausenlos trainiert. Gorobei, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Kampftrainer. Ich hoffe, Nocturne kann Donnerfaust und boxt dich tot, Alter. Er fängt mit Onyx an. Mit Onyx? Ja. Ich hab Gardevoir vorne. Ja, hättest du dich mal informiert. Und du hast Starmie. Deswegen hast du Starmie. Ey, Goro ist so eine Pussy. Er guckt immer nur im... Dich mal informiert. Ich will die Punkte. Dein Groudon ist ja schon besiegt, weil du dich nicht informiert hast. Oh Gott, Psychokinese mache ich einfach. Oh Gott. One Hit in... Ah, Volltreffer! Das Glück ist mit dem Dummen. Mit dem richtig Dummen. Ja. Und er kommt mit Nocturne, siehst du? Er kommt mit Nocturne. Psychokinese, Nocturne. Blizzard ging daneben. Okay, Nocturne ge-one-hitted. Jetzt kriegt Goro alles zurück, ey. Kickly kommt jetzt. Oh Mann, Hydropumpe ging auch daneben. Alter, was ist denn das? Ha, siehst du, jetzt kommt alles zurück, weil du mich so ins Messer hast rennen lassen. Ja, ja, komm. Kickliege, One-Hit. Ich bin noch ein Monster, ey. Willow ist einfach die geilste Hexe. Wer Buffy gesehen hat, dem geht jetzt einer bei ab, ey. So, jetzt wird Nocturne erstmal mit der Hydropumpe hier fertig. Psychokinese. Ey, es durft noch kein Gegner angreifen bei mir. Oh, Onyx auch ge-One-Hitted. Wen hat er noch? Wen hat er noch? Machomai. Machomai. Psychokinese. Komm, Volltreffer bitte. Machomai ge-One-Hitted. 5 Psychokinese und Bruno war down, ey. Was ein Opfer ist das denn, ey? Ja, Goro, ich fapp dann mal kurz. Mach das. Ich muss mein Starmie mal kurz heilen. Du bist bei Kickly, ne? Ja. Erstes Highlight-Item bei Goro, ich notiere es. Erstes Highlight-Item, Leute. Schreibt euch das auf. Für die Statistiker unter euch. Für die Statiker, meinst du? Für die Statiker. Er macht Durchbruch. Oh, das ist, das macht Schaden. Es macht richtig Schaden. Macht einen Mega-Kick, das macht Schaden. Ist Starmie so schwer? Nö. Dafür macht ihm jetzt erstmal. Der war richtig easy, Alter. Als nächstes kommt Lorelei. Das ist die Geisttrainerin, ne? Lass ich auch Gardevoir vorne. Psycho gegen. Ne, halt, Geist ist gegen Psycho effektiv, ne? Oh, ich hab mich wirklich nicht informiert, Leute. Wieso bin ich so doof? Aber theoretisch kann Goro nicht mehr gewinnen, weil ich hab jetzt. Ich kann nur noch dreimal verlieren. Du kannst nur noch dreimal verlieren. Obwohl, genau. Guck mal, wenn ich jetzt verliere, muss ich ja von vorne. Dann könnte ich ja vorne wieder verlieren. Könntest du, aber du könntest auch dann nicht verlieren. Aber mir fehlen jetzt ja Pokémon. Also eins zumindest. Und wenn ich dann verliere, fehlen mir ja alle. Nee, dann hast du alle wieder. Ah, nee, stimmt, dann habe ich ja alle wieder. Ich weiß nicht, was ich gegen Machomai mache. Surfer oder Hydropumpe hoffen oder Blizzard hoffen? Also, ich habe Psychokinese gemacht. Ist Eis eigentlich effektiv gegen Kampf? Nein, nee, ne? Nein. Psycho ist effektiv gegen Kampf. Also eine Hydropumpe. Was ist denn noch effektiv? Flug? Flug, ja.
Gift, meine ich. Nee, Kampf ist gegen... Hydro-Pumpe war One-Hit, Volltreffer. Okay. Ach, Volltreffer. Sir Luck-a-Lot. Sir Luck-a-Lot. So, Bruno sagt, wie konnte ich verlieren? Einfach so, zack. Was sagt Bruno denn jetzt? Bruno sagt, ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Okay, komm, die machen wir auch noch, Goro, oder? Nein. Was? Okay. Nein, 15 Minuten, oder? Okay. Ja, er hat ja recht eigentlich. Oh, ich bin aber trotzdem so aufgeregt, Leute. Ich bin voll gehypt, ne? Wer ist der Nächste denn? Der Nächste ist die Agatha, oder wie die hieß. Die Boah, Gift. Was mach ich denn danach? Die Geist, die Geist. Ja, ich behalte Gardevoir, das ist mein Held jetzt. Ich lass mich nicht spoilern, Leute. Klopft den Daumen nach oben, Leute, für diesen Bruno-Durchmarsch. 5 Psychokinesis, ey. Jo. Oder den, wie hieß sie, Lorelei-Durchmarsch, ey. Genau. Also, morgen geht's weiter mit Agatha. Agatha Bauer. Tschüss. Haut rein.